Nee, Leute, ist noch lange nicht vorbei. Jetzt sind wir fast auf Höhe von Bremerhaven und riskieren mal einen kurzen Blick auf Stadt und Hafen. Ich war übrigens letztes Jahr dort das Auswandererhaus besichtigen. Wenn man sich für das Thema interessiert, dann auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten. Jetzt fällt mir auch auf, dass ich seit der Herumstellerei im CDI im Level- oder neuerdings Rollmodus bin. Da wir schon ziemlich nah am Wegpunkt sind, übersteuert der Autopilot auch ein bisschen mehr als gewöhnlich. So, die Stimme etwas geölt und jetzt mal gucken, ob man vielleicht das Nordholz-VOA empfängt. Aber nein, ist leider nicht. Und natürlich ist der GPS-Modus wieder rausgeflogen am Autopiloten. Mal sehen, wann ich sie jetzt merke. Gar nicht, denn ich drehe jetzt erstmal ein Stück nach links, um die Strecke abzukürzen. Am CDI geht der Kursstrich auch brav nach rechts weg. Die Navigationslogik erkennt natürlich, dass wir neben dem Strich fliegen und sobald wir 90 Grad querab von Nordholz sind, wird das neue Leck aktiv. Da drüben liegt Nordholz. Sollte jetzt gleich soweit sein. Und schwupps, das neue Leck ist aktiv. Ein Blick über die Küste. Die Flüsse ziehen silberne Adern durch das Land. Wie romantisch. Hiermit haben wir uns ja noch wirklich nicht richtig befasst. Das Audio-Panel. Das ist unsere Schaltzentrale für alles, was mit Kommunikation zu tun hat.
Das kann Sprache sein, aber auch Signaltöne, die über Funk empfangen werden. Zu den Signaltönen gehören zum Beispiel die Morsecodes, die von den Funkfeuern als Kennung ausgesendet werden. Und auch die Markersignale, die für einen Landeanflug von Bedeutung sind. Und dann natürlich die Sprachkommunikation. Wer schon mal einen Flug in so einem kleinen Flugzeug mitgemacht hat, der wird wissen, dass es schon ganz schön laut werden kann in der Kabine. Bei einem Flugzeug versucht man bei der Konstruktion möglichst an Gewicht zu sparen. Jede Schalldämmung wiegt etwas und sie ist nicht wirklich notwendig, um ein Flugzeug zum Fliegen zu bringen. Damit man sich nun nicht nach jedem Flug so anhört, als wäre man gerade mit den Kumpels beim Heimspiel der lokalen Fußballmannschaft im Stadion gewesen, gibt es technische Möglichkeiten, sich zu verständigen, ohne schreien zu müssen. Es gibt bei der Sprachkommunikation nämlich die untereinander innerhalb der Kabine und die nach außen, also den Funkverkehr. Kabinenkommunikation ist für den Simulator nicht so wichtig. Es sei denn, man baut sich ein authentisches Heimcockpit. Rechts schalte ich die Funkgeräte auf die Lautsprecher und Kopfhörer. Links bestimme ich, über welches Gerät und somit auch über welche Frequenz ich sende. Für den Empfang kann ich COM1 und COM2 beide gleichzeitig einschalten. Das dritte Gerät ist bei dieser Cessna nicht verbaut. Duales Senden geht bei diesem Flugzeug auch nicht. TEL steht hier wohl für Telefon. Gibt's auch nicht. PA steht für Passenger Address, also Passagier, soll ich sagen. Haben wir auch nicht. Und SPKR, also Speaker, schaltet die Navigationssignale und den Sprechfunk auf die Kabinenlautsprecher. MKR Mute schaltet das aktuell empfangene Markersignal stumm, also Outer Marker, Mittelmarker, Inner Marker, und stoppt die Wiedergabe des Sprechfunkrekorders. Der Sprechfunk wird nämlich immer die letzten 2,5 Minuten mitgeschnitten, damit man sich zum Beispiel eine Freigabeanweisung nochmal anhören kann, ohne den Lotsen damit zu nerven. Mit der Play-Taste kann man dann die Aufzeichnungen abspielen. High Sense, also High Sensitivity. Hiermit kann man die Empfindlichkeit für den Markerempfänger erhöhen. Und DME bis NAV 2 schaltet die Signalerkennungsempfänger für die entsprechenden Navigationsgeräte ein. Also den berühmten Morsecode. MAN SQ ermöglicht das Einstellen der Rauschsperre für das Intercom-System, damit nur, wenn gesprochen wird, Ton übertragen wird. Sonst hört man ständig das Fluggeräusch auf den Lautsprechern oder Kopfhörern. Ach so, AUX. Haben wir auch nicht. Pilot schaltet nur den Piloten auf das Intercom-System, Co-Pilot nur den Co-Piloten. Mit dem Pilotknopf wählt man, ob man Lautstärke oder Rauschsperre verstellen möchte und verstellt diese getrennt für Pilot und Passagiere. Revisionary Modus. Hier kann man bei Fehlfunktionen die Displayanzeigen vertauschen. Ist entweder derzeit nicht mitsimuliert oder es funktioniert halt nur, wenn man Fehlfunktionen einschaltet. Bei den Realistik-Einstellungen kann man ja Fehler mit einstellen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Die Technik hat bei uns gefälligst zu funktionieren, sonst gibt's Ärger. Ich stelle jetzt mal das VOR von Helgoland ein. VOR, ja, ich weiß. Gerichtete Funkfeuer. Einmal hier unten auf den CDI-Softkey. Der Kurs steht im Moment noch auf 0 Grad. Den drehe ich mir jetzt mal auf die Landebahnrichtung von 330 Grad. Dieses Helgoland VOR funktioniert sogar, ist aber kein ILS. Das Funkfeuer steht auch nicht direkt an der Landebahnmitte. Es dient nur als Hilfsmittel bei der Platzrunde nachher. Man kann es deshalb auch nicht benutzen, um sich genau auf die Landebahn auszurichten. Der Anflug ist ein reiner Sichtanflug. Deshalb ändere ich meinen Kurs auch nicht. Ich möchte ja wieder auf die Kurslinie zurück.
Schon unglaublich, was 9 Stunden Schlaf so für die Stimme ausmachen. Hä? Verwechselst du jetzt das reale Leben mit dieser Simulation? Ja, vielleicht sollte ich nicht unbedingt immer die Nacht zum Tag machen. In der Ferne sehe ich schon unsere Insel. Ein kleiner Moment Zeit, um über das Wunder des Fliegens nachzudenken. Oder auch nicht. Ist eh kein Wunder, ist Physik. Physik, über die sich mancher vielleicht wundert. Aber wir wundern uns da nicht. Also, ihr, die Zuseher, meine virtuelle Flugbegleiterin und ich. Jetzt habe ich den Kurs wieder erreicht. So, Helgoland. Tja, da darf man in echt nicht einfach so landen. Denn es gibt ein paar Anforderungen an die Piloten. So muss man mindestens 100 Flugstunden als verantwortlicher Flugzeugführer haben. Ich habe mehrere tausend Flugstunden seit 1981 gesammelt und das sollte passen. Außerdem soll man Erfahrung mit Kurzbahnlandungen haben. Dann zählen da wohl die Landungen auf dem Flugzeugträger, die ich mit dem Combat Flight Simulator gemacht habe. Bei mir alles nur virtuelle Erfahrungen. Ich muss Lutz mal fragen, ob er da in echt schon gelandet ist. Auf jeden Fall sollte man im realen Leben nicht außerhalb der Betriebszeiten landen. Dann ist die Landegebühr sündhaft teuer. Naja, ein Stückchen ist es ja noch. Und ich bin euch noch ein paar Erklärungen zu den Fluginstrumenten schuldig. Geschwindigkeitsband. Das ist ja bekanntlich hier. Und wir können Folgendes ablesen. Die angezeigte Geschwindigkeit. Die wahre Geschwindigkeit durch die Luft. Und hier sind die Geschwindigkeitsbereiche. Die Geschwindigkeitsbereiche sind farblich mit Weiß, Grün, Gelb und Rot gekennzeichnet. Auch wenn wir Rot hier jetzt nicht sehen. Die Farben kennzeichnen den Klappenflugbereich, den normalen Flugbereich, den Warnbereich und den VNE, also den Bereich, in dem man nicht kommen darf. Die farblichen Markierungen finden sich auch auf dem analogen Instrument wieder. Dann gibt es noch den Trendvektor, der bei Geschwindigkeitsänderungen in Magenta anzeigt, welche Geschwindigkeit man in 6 Sekunden erreichen wird. Die Skalenstriche sind immer 10 Knoten auseinander. Den Trendvektor sieht man natürlich auch nur bei Geschwindigkeitsänderungen, deswegen sieht man da jetzt nichts. Einfach mal drauf achten. Dann haben wir hier den Lageanzeiger oder auch künstlicher Horizont. Hier die braune Fläche, die das Land repräsentiert. Braune Fläche geht gerade nicht. Die dunkelblaue Fläche, die das Meer repräsentiert. Und das Blaue, man mag es kaum glauben, soll der Himmel sein. Das dünne Weiße ist natürlich die Horizontlinie. Die beiden gelben Striche und dieser stylische Winkel sind mit Flugzeug bezeichnet und zeigen die Horizontale der beiden Flügelspitzen und die vertikale Neigung der Flugzeugnase, den Pitch. Die im Bogen angeordneten Striche, das ist die Rollskala. Die Striche zeigen die Rollneigung in Grad. Die langen Striche sind bei 30 Grad und 60 Grad, die kurzen bei 10, 20 und 45 Grad. Das umgedrehte Dreieck zeigt 0 Grad an. Das Dreieck darunter ist der Rollanzeiger und der weiße Strich da nun wieder drunter ist der Slip-Skid-Anzeiger.
Das, was beim analogen Wendeanzeigerinstrument diese kleine Kugel ist, die anzeigt, ob man eine Kurve sauber fliegt. Slip und Skid kann man sich so wie Untersteuern und Übersteuern bei Straßenfahrzeugen vorstellen. Ausgleichen tut man das mit den Seitenruderpedalen. Und dann ist da noch die Pitch-Skala, wo zwischen plus und minus 20 Grad alle 2,5 Grad ein Strich ist, darüber hinaus alle 5 Grad. Was vergessen? Ach ja, das Höhenband. Hier sieht man die vorgewählte Höhe, da die angezeigte Höhe. Angezeigte Höhe deshalb, weil die wahre Höhe nur angezeigt werden kann, wenn der Luftdruck exakt eingestellt ist. Das ist der Wert hier unten. Da der Luftdruck niemals völlig konstant ist, ist auch eine Abweichung der angezeigten Höhe gegenüber der tatsächlichen Höhe wahrscheinlich. Damit die Abweichung nicht zu groß wird, stellt man von Zeit zu Zeit den lokalen Luftdruck neu ein. Im Flusi mit der Taste B. In echt bekommen wir den Luftdruck von der ATC mitgeteilt oder wir schauen in die Wettermeldungen. Man kann auch vor dem Start den Luftdruck selber herausfinden, wenn man die Flugplatzhöhe kennt. Dann verstellt man ihn so, dass die Höhenanzeige der Flugplatzhöhe entspricht. Der Wert ist übrigens immer auf Meereshöhe zurückgerechnet. Genau wie der Trendvektor beim Geschwindigkeitsband zeigt im Steig- und Sinkflug ein magentafarbener Strich der Höhentrendvektor, welche Höhe wir in 6 Sekunden erreichen werden. Der cyanfarbige Höhenbug zeigt mir nochmal die eingestellte Höhe grafisch an. Und wenn ich eine Entscheidungshöhe für den Landeanflug eingestellt habe, dann kommt da noch ein Marker hinzu. Und dann ist da noch der Vertikalgeschwindigkeitsanzeiger. Der zeigt natürlich, wie schnell ich sinke oder steige, sowohl grafisch als auch numerisch an. Und dann ist da noch der Gleitfahrtanzeiger. Den sehen wir jetzt aber nicht, weil den sieht man nur, wenn man einen Instrumentenlandeanflug macht. Hier unterscheiden wir bei diesem Flugzeug dann zwischen der Glide-Slope- und Glide-Path-Anzeige. Und jetzt wird's schwierig. Was ist der Unterschied zwischen Glide-Slope und Glide-Path? Riesenthema. Aber ehe ich hier jetzt ein Fass aufmache, das wird dann mal ein Was-ist-eigentlich-Video wahrscheinlich. Brauchen wir erstmal sowieso nicht. Wir merken uns einfach, beim G1000 ist der Glide-Slope grün und der Glide-Path magenta. Ist eh ein bisschen schwierig, weil das Deutsch zu übersetzen, also Glide-Path kein Problem, aber Glide-Slope in Deutsch übersetzen ist nicht so einfach. Da würde ich eher Glide-Ebene übersetzen. Denn ein Slope ist eine schiefe Ebene. Den Glide-Path haben wir bei GPS-Navigation. Der wird anhand unserer GPS-Position mathematisch berechnet. Und den benutzen wir nur so lange, bis wir nah genug am Final Approach Fix dran sind. Was das genau ist, das kriegen wir später. In winzigen Schlöcken. Jedenfalls wird dann auf Radionavigation umgeschaltet und alles ist grün. Da wird dann tatsächlich der ILS-Sender vom Boden empfangen. Aber ich mache mit euch ja noch eine ILS-Landung und da sehen wir das dann genauer. Schluss mit der Theorie, wir wollen jetzt erstmal auf Helgoland ankommen. Noch 10,6 nautische Meilen. Wir werden links an Helgoland vorbeifliegen und dann von Norden in die Platzrunde einfliegen. Dazu stelle ich jetzt 1000 Fuß ein, starte Flight Level Change. Und beginne den Sinkflug durch Verringern der Motorleistung. Die Referenzgeschwindigkeit bleibt die aktuelle Geschwindigkeit. Ihr könnt jetzt entweder ins nächste Kapitel vorspringen oder die Szenerie genießen. Bis zur Platzrunde ist erstmal Lernpause. Ach so, die Antwort von Lutz noch. 4-mal ist er dort gelandet.
Ich habe den Heading-Bug jetzt auf die Landebahnrichtung von 327 Grad gestellt und fliege hauptsächlich von Hand um die Insel. Jetzt sind wir in der Querabflugrichtung. Der Flugplatz ist aber noch nicht genau auf 3 Uhr Position. Um nun genau zu wissen, wo wir sind, können wir jetzt gut das VOR benutzen. Der grüne Strich wandert durch die Mitte. Das VOR ist also genau quer ab. Wichtig dabei, dass der Kurs am Instrument auf 330 Grad steht. Genauer wäre 327 Grad in Helgoland, aber das ist für diese Situation nicht so genau nötig. Ich fliege jetzt noch ein Stück in diese Richtung, um nachher genügend Zeit beim Eindrehen in den Quer- und Endanflug zu haben. Jetzt drehe ich in den Gegenanflug. Den habe ich, wenn der Bug dann unten steht. Ich versuche noch eine Weile ungefähr 1000 Fuß zu halten und orientiere mich visuell mit der Smartcam, die standardmäßig auf dem Feuerknopf liegt.
Jetzt schon mal weiter die Geschwindigkeit verringern. Lasst euch nicht von dem Landebahnstrich auf dem Navigationsdisplay irritieren. Das ist nicht die Landebahn 33. Jetzt habe ich eine gute Geschwindigkeit und bin weit genug von der Landebahnschwelle weg, um in den Queranflug zu drehen und den Sinkflug zu beginnen. Bei dieser kurzen Bahn brauche ich alle drei Landeklappenstufen. Aber erstmal nur Stufe 1. Ich kann jetzt in den Endanflug drehen und achte darauf, nicht zu schnell zu sinken. Das gleiche ich mit dem Gas aus. Jetzt, wo der Headingbug oben steht, schaue ich voraus, ob ich mittig zur Landebahn bin. Ich bin etwas links. Gleichzeitig gucke ich auch, wie der Wind steht. Es ist leichter Wind von rechts. Deshalb gebe ich ein kleines bisschen rechtes Seitenruder. Jetzt ist es auch Zeit, die nächsten Klappenstufen zu fahren. Denn das sollte man nicht zu spät machen, um rechtzeitig eine konstante Sinkrate halten zu können. Im Endanflug die Sinkrate dann möglichst nur mit dem Gas beeinflussen. Es ist doch tatsächlich Wind von links. Irgendwie stimmt das, was da am MFD angezeigt wird, nicht. Muss ein Bug sein. Die Bahn ist echt kurz. Nur 480 Meter. So, da sind wir. Nun noch abstellen.
Oh, ein Logbuch erscheint. Von alleine. Das hatte ich auch noch nicht. Tja, Leute. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr wäret entlassen. Nein, für diesen Teil vielleicht. Aber nicht für dieses Tutorial. Ein bisschen was habe ich noch mit euch vor. Mit der G1000 Cessna. Da können wir noch ILS-Anflüge machen und das werden wir auch tun. Also, bleibt gespannt, da kommt noch was. So, Elke. Jetzt mit der Dünenfähre rüber auf die andere Seite.